Willkommen zurück bei Slime Rancher. Oh, das Problem. Oh, muss ich wieder einen Plot mitnehmen? Ich nehme aber sicherheitshalber meinen Plot mit, wenn ich hier sehe. Ich denke, meinen Katzenplot werden wir nicht wieder brauchen. Hasenplot? Vielleicht für den Hasenspot. Ja, wobei man hat beim Phosphorspot. Vielleicht werden wir wieder einen Plot brauchen, um danach einen Weg zu öffnen. Hier hoch müssen wir. So, Hase. Bist du bereit für die 15 Salat? Boom, Junge, weg mit dir! Pow! So viele Hasen. Kommt mit. Und eine Vase. So, was gibt's hier unten? Ah, hier gibt's auch die Kanone. Oh, wait, 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 wait. No, no, no way. Dafür sind diese Teile da. Oh, pff. Dafür sind die Teile da. Und jetzt? Ist da was Geiles. Holy shit. Aha. Okay. Oh. Oh mein Gott, es ist ein Regenbogenstrahl zu einer anderen Insel. Okay. Okay, wait. Sau krass. Okay, wait, aber bevor ich da hingehe, möchte ich noch den normalen Heini sprengen und vielleicht noch ein paar mehr. Ja, okay, die coolen werde ich nicht finden können, weil da komme ich ja zum Beispiel nicht hoch. Okay, aber das ist ja eine saugroße Insel. Da hole ich die ist mindestens so groß wie die jetzige. Wenn nicht sogar größer, weil das ist ja basically nur ab hier, dieser Abteil, wo Slimes sind. Und hier ist auch nochmal ein Riesenbatzen. Okay, wait, wait, wait. Aus dem Weg! Das heißt, ich brauche tatsächlich... Okay, aber ich nehme trotzdem mal... Ich sammle jetzt 30 Karotten. Ich sammle jetzt 30 Karotten. Jetzt, im Hier und Jetzt. Und ich werde den pinken Slime wegballern. Okay, vielleicht... Vielleicht sammle ich auch noch ein paar Früchte. Ich habe die ganz starke Vermutung, dass auf dieser neuen Insel neue Slimes sein werden. Was heißt, wir müssen auf jeden Fall expandieren. Die Frage ist, kaufen wir das hier für dunkle Slimes? Für dunkle Slimes, für dunkles Gebiet für die Slimes? Oder kaufen wir das hier? Was ja für... Oder das hier. Was war... Ich weiß noch gar nicht mehr. Oben hieß ja, das ist viel Gras. Vielleicht ist das dann für die Hühner oder so, weil den haben wir auch Gras gekauft oder so. Und das untere war ja... Ach, keine Ahnung, Alter. Ich weiß doch auch nicht. Ich muss mir das nochmal durchlesen. Wahrscheinlich wäre es klug, mehr Essen ranzuholen, wenn wir schon mehr Slimes holen. Also kaufen wir das, wo man besser Essen machen kann, I guess. Würde auch nur Sinn machen, oder? So. Damit hätten wir 30. Hallo, Hase. Ja, wir haben gleich genug Früchte einfach. Vogelfrüchte. Allein schon. Da oben ist auch wieder ein Knopf, aber wie die da hochkommen, weiß ich noch. Das habe ich auch gar keinen Plan. Der Schleim, der ist auch wieder auf was drauf. Das heißt, da geht es wahrscheinlich auch wieder irgendwo unten rein. Ja. Wo ist er denn jetzt? Hier. Friss die Pogo-Früchte, du kleiner Fettsack. Oder großer Fettsack, was auch immer. Bam. Ah, lol, okay. Das ist wieder so ein Wasserstrudel, I guess. Aber der bringt mir halt auch noch gar nichts. Und eine Vase. Digga, hab ich mich erschrocken. Junge. Da kann man scheinbar drauf. Ja, und man kommt hier hoch. Und hat auch direkt... Na, jetzt habe ich wieder so ein Teil. Drei Stück. Und ich habe wieder böse Slime-Musik. Und wir kommen tatsächlich zum anderen Knopf. Für das andere Teil, I guess. Okay, okay, okay. Und das wird uns wahrscheinlich genauso wie das andere Teil zu der anderen Insel bringen, oder? Oh, der Sound. Und wie fucking episch sieht das bitte aus? Nimm mein Plot. Holy shit. Okay. Hier geht's scheinbar zu brennenden und Boom-Slimes. Und das andere wird sein... Vielleicht die... Schmetterlinge oder so, ich weiß nicht. Boah, schwierig. Vielleicht nicht nur die Schmetterlinge, sondern auch die... Ja, das kann ich erstmal hier reinpacken. Die Angler-Fishes? Angler-Slimes? Ich weiß nicht. Aber bevor wir das machen, muss ich erstmal, glaube ich, expandieren. Dringendst.
Und das wird uns sehr viel Geld kosten. Ein neues Gehege, neuen Spot zu kaufen. Ich glaube, das war fast 2000. Das heißt, ja, da muss jetzt erstmal mies Cash ran. Und das Problem ist, die Aktien. Die Aktien machen mir einen Strich durch die Rechnung. Gib mir die ganzen Q-Berries. Die ganzen Kackdinger hier auch. So, meine Jungs, ihr kriegt auch was. Fresst euer liebstes Essen. Und gebt mir Cash. Ja, und damit hätten wir stabile 4000. Und könnten uns hier irgendwas holen. Expansion, Ruins, Rainbow Grass. Okay. Was ist das hier drüben? Wait. Ist da oben ein Roboter drauf? Digga, ich höre ihn doch. Na, Mann, lass mich jetzt da hoch. Oh Gott, nicht ins Wasser, bitte. Da, ist tatsächlich einer. Accessing GG log. I had the drones rebuild the conservatory exactly as it was before. I was so happy to see it standing there again. Its glass filtering and beautiful daylight of this magical place. When it was done for a moment, I almost thought things were back to normal. I thought maybe I would just walk inside and start again like nothing had happened. And though I know that's not the case, it was still so nice to finally be home again. Okay. Mich würde echt interessieren, wer diese Drohnen hinterlassen hat. Mit dem süßen Grinsen. So, was gibt's hier? Expansion. Surrounded by tall rock formations covered in amber grass. Ja, gut, ne? Ha. Huh. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich davon nehme. Ich würde interessieren, was das hier hinten ist. Ha. Huh. Ja, komm, wisst ihr was? Nee, das ist alles so sass, Digga. Ich hol mir das in der Mitte. Regenbogengras. Da sehe ich mich eigentlich. So. Bye. 1800. Boom. Okay, was gibt's hier Geiles? Geile wohl Schneilo. Oh, ja, hier gibt's tatsächlich schon Früchte. Ist tatsächlich dann wahrscheinlich für die Früchte gedacht. Oh Gott, nicht herunterfallen, bitte. Ist hier hinter was? Da drüben ist noch ein Roboter. Boah, aber da kann ich, glaube ich, nicht rüberjumpen. Nee, das will ich auch nicht riskieren. Warte ich, glaube ich, lieber aufs Jetpack. Keine Ahnung. Das heißt, wir haben hier Pogefrüchte und Karotten. Ja, die anderen habe ich ja auch irgendwo. Ja, die werde ich, glaube ich, auch direkt einfach hier mal anpflanzen. Da hier waren ja schon die Pogefrüchte, deswegen. Boom. What up? Zack. Ja, und einfach direkt das hier beides rein. Ich weiß, ich brauche hier vielleicht Vogelscheuchen. Ja, wobei, hier sollten keine Slimes sein eigentlich. Komm, klatschen wir das hier hinten hin. Zack. Zusammen hiermit und hiermit. Boom. Muss ich nur noch eine Q-Berry und eine Water Lettuce holen. Bisschen Cash natürlich auch, weil ich bin einfach jetzt komplett pleite. Wieso sind 4000 Gold so schnell weggegangen? Holy shit. Wir haben eine neue Nachricht. Okay. Von... einmal von Victor und von Otgen Ortiz. Beatrix, I've done it. I believe I've cracked the super mysterious code that was sent to me. It was astoundingly complex. I believe that the AI that created this code displays a comparable intellect to my own. So very advanced, almost alien. Oh, you're probably wondering what it said. Well, it determined this mysterious, perhaps even alien AI sent a message that said, hello. Not much. But pleasantries count for something. More importantly, though, the moment I cracked it, I received another message. It's almost as though this mysterious AI is monitoring me. How exciting. I haven't decrypted yet, but the code is considerably more complex. This should be fun. Well, back to work as ever. Ja, geil, Digga. Hola, Beatrix. Are you there? It's me, Otgen Ortiz. I heard you're off on a big new adventure on a mysterious island filled with secrets and danger and maybe a few succulent fruits or veggies the world has never seen before. You know, I had to ask. Ever since you got me a steady supply of Kokodoba fruits, I've been reaching for even greater culinary heights within the far range. Plus, I'm getting pretty tired of eating Kokodoba by Kokodoba's
Soufflé, Kokodoba Pudding, Kokodoba con carne, Kokodoba con Kokodoba. I'm running out of ideas and willpower, so if you see something new, please tell me about it. Tasty treats aside, I want to know all about the new flora and fauna you discover. Never forget, every bit of this wild world is precious and worth our care and respect. And stay hydrated out there, all that adventuring will work up to sweat, so take this water tap. Oha! Portable water tap. Geil, gib her. Good luck, Beatrix. Keep me posted. I'm rooting for you. Geil, Digga. Sau nice. Oh, perfekt. Das ist passend fertig geworden. Ich glaub's nicht. Eins schieße ich mir hier hin oder nach da hinten. Digga, wo ist das jetzt hin? Okay, perfekt. Boom. Und jetzt werden noch die restlichen beiden angepflanzt. Wenn auch nur ohne Dünger und so, aber da habe ich jetzt gar nicht das Geld für. Aber wir haben ja noch die beiden Sachen im Hauptquartier stehen, mit Dünger sogar. Von daher soll das gar nicht so schlimm sein. Hier werden wir jetzt einfach die Dinger hier hinpflanzen. So, zack. Ein da. Und die Q-Berries hier hin. Zack. Boom, bam, boom, bom. Kann sogar noch Dünger hier hin machen. Dünger. Ja. Okay, da sind gerade Früchte fertig geworden. Deswegen kam dieser weirde Sound. Yeah. So. Ich habe jetzt eine Zeit lang aufgenommen. Mal schauen, wie viele Videos ich da draus mache. Ob ich überhaupt mehr Videos daraus mache. Mal schauen, wie es ankommt. Schöne neue Slime Rancher Projekt. Vielleicht werde ich auch gar nicht das ganze Material nutzen. Je nachdem. Ach du Scheiße. Was ist mit den Hühnern los? Egal. Vielleicht werde ich auch nicht das ganze Material nutzen. Je nachdem, wie sehr ich Bock habe, wie gut es ankommt. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Slime Rancher. Ciao, ciao. Verpisst euch.